Die zweite Beratung und Schlussabstimmung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zu dem Abkommen vom 21. Juli 2023 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Französischen Republik über die grenzüberschreitende Berufsausbildung. Es ist verabredet, 39 Minuten zu debattieren. Wir warten noch einen kleinen Moment. So, dann bitte ich jetzt, die Plätze einzunehmen, damit wir die Debatte beginnen können. Das Wort hat Friedhelm Boginski für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der vorliegende Gesetzentwurf, den wir hier haben, ist ein Bekenntnis des Deutschen Bundestages zur Stärkung der grenzüberschreitenden Berufsausbildung. Und wir haben vor wenigen Wochen hier über dieses konkrete Gesetz gesprochen. Und der Ausgang der Wahl hat mich persönlich, ich glaube viele andere, auch noch mal darin bestärkt, wie wichtig es ist, den jungen Menschen sichtbar zu machen, welche Bedeutung Europa für sie haben kann und das Europa der offenen Grenzen. Und es geht nicht mehr heute rein nationalstaatlich, auch nicht in der beruflichen Bildung, sondern wir brauchen, wir können froh sein, dass wir die Grenzkontrollen abgerissen haben, dass sie nicht mehr vorhanden sind, dass unsere Kinder und unsere Jugendlichen grenzüberschreitend Berufsausbildung machen können. Die Isolation, die von einigen gefordert wird für Deutschland, hat uns noch nie weitergebracht und war noch nie etwas nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Jugendliche von profitiert haben. Deshalb ist diese grenzüberschreitende Berufsausbildung so wichtig. Bei Erasmus haben wir mittlerweile 30% der Studierenden, die die Möglichkeit haben, im Ausland Erfahrungen zu sammeln. Ich würde mir das wünschen, auch für die duale Ausbildung. Da sind wir noch lange nicht. Und dieses Gesetz ebnet den Weg, dass wir dahin kommen können, dass wir de facto auch für die Berufsausbildung 30% erreichen und das in allen deutschen Grenzregionen, nicht nur mit Frankreich, sondern auch mit anderen Ländern. Die Enquete-Kommission Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt hat in der vergangenen Legislatur eine ganze Reihe von Empfehlungen zum Thema internationale Mobilität in der Ausbildung formuliert. Die Ausgangsbasis ist gut, denn die duale Ausbildung hat über alle Bildungsgruppen hinweg ein sehr gutes Image. Doch dieses Bild muss auch modernisiert werden, durch entsprechende Angebote unterfüttert werden. Eine abwechslungsreiche Ausbildung und Berufstätigkeit ist unter den Top 3 Wünschen für junge Menschen oder bei den jungen Menschen. Dazu gehören internationale Erfahrungen, ein fachlicher Austausch über nationalstaatliche, aber auch sprachliche und kulturelle Grenzen hinweg. Was bei dem Hochschulstudium bereits gelebter Standard ist, muss auch in der dualen Ausbildung ein Schlüssel werden für die Zukunft. Besonders am Herzen liegen mir generell, aber auch in diesem konkreten Fall, die Berufsschulen, die zu Unrecht in den einzelnen Bundesländern ein Schattendasein führen. Die Bundesländer müssen berufsbildenden Schulen zusätzliche Ressourcen und Freiräume geben, um Auslandsaufenthalte in hoher Qualität durchführen zu können. Wichtig ist auch noch mal die hochwertige Zertifizierung der zusätzlich erworbenen internationalen Kompetenzen. Auch dort können wir durchaus noch nachlegen, auch bei der Digitalisierung der Angebote. Wir sollten den jungen Menschen in Deutschland, aber auch generell in unseren Nachbarländern die Möglichkeit geben, von der dualen Berufsausbildung grenzüberschreitend zu profitieren. Herzlichen Dank. Dr. Inge Gressler hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Boginski, das war jetzt aber tapfer, für diesen zwischenstaatlichen deutsch-französischen Vertrag zu werben, mit Hinweis auf die Wahlkreise, wo Ihre in Brandenburg doch gar nicht teilnehmen kann. Deswegen, glaube ich, muss man unterstreichen, diese Geschichte hier hat Luft nach oben. Wir reden zum dritten Mal heute, einmal erste Lesung, Ausschuss, jetzt hier die letzte Lesung. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass der Text sich mit keiner Silbe verändert hat. Wir reden also beständig immer über den gleichen Text, was wir bedauern, weil wir schon angeregt haben, dass man eigentlich den Text verändern sollte. Übrigens, genau, uns ist anderes versprochen worden, hat die Kollegin recht. Im Übrigen gibt es diesen Vertrag auch schon seit 10 Jahren. Der ist jetzt nur erweitert und ergänzt worden, aktualisiert. Jetzt mit dem, was ich gesagt habe, wäre jetzt eigentlich auch schon alles gesagt und auch schon von jedem alles gesagt. Also wir fragen uns, warum müssen wir Tagesordnungspunkte, Frau Präsidentin, aufsetzen und diese in epischer Breite diskutieren? Das zeigt für uns doch nur eines, wie wenig die Koalition, die Regierungsfraktionen auf der Pfanne haben beim Thema Bildung und Forschung. Deswegen muss das Wenige, was Sie hier vorzulegen haben, aufgeblasen werden. PR statt Politik, Framing ist alles. Darum geht es. Der Berg kreist, die Gebar eine Maus, und die wird jetzt zum Löwen aufgeblasen. Wir sind da sehr dafür für den zwischenstaatlichen Vertrag, aber wir sind nicht dafür, uns ständig mit den gleichen Dingen zu beschäftigen. Und genau dazu zwingen Sie uns. Sie zwingen uns, uns ständig mit den gleichen Dingen zu beschäftigen. Wir plädieren dafür, dieses deutsch-französische Modell, gehen Sie doch damit in die europäische Serie, an allen unseren neuen Landesgrenzen, auch in Richtung Polen, auch innerhalb Deutschlands, mit einer Harmonisierung von 16 Ausbildungsordnungen. Wäre übrigens eine tolle Sache. Wir haben eine Delegationsreise unter Führung von Herrn Professor Seidel gemacht nach Polen. Die Grünen hatten eine Teilnahme nicht nötig, aber es war sehr interessant, zusammen mit der Kollegin Wallmann von den Sozialdemokraten. Wir haben gesehen, wie notwendig eine Regulierung wäre, auch in Polen. Wir haben ein erfolgreiches Modell der dualen Ausbildung in Polen gesehen und uns die Probleme angehört, die auf diesem Modell lasten, mit der Frage der Berufsausbildung, der Berufsschulen, der Anerkennung der Berufsschulen, auch dem Durchsetzen des dualen Elements, nämlich der betrieblichen Ausbildung in dieser Ausbildung. Also es wäre toll, Berufsschulcurricula aufeinander abzustimmen. Es wäre absolut hilfreich und eine praktische Lebenshilfe in Sachen Rechtssicherheit, kann ich nur sagen, Herr Staatssekretär, machen Sie doch mal. Machen Sie doch mal. Wir sehen aber immer wieder, dass das Ministerium mit seiner Ministerin, also die Woche hat sie wieder schwer, ja, also hat sie viermal hier, hat sie tolle Termine gehabt, sie war einmal da immerhin. Also das Ministerium und seine Ministerin brennen halt nicht für das Thema Europa. Sie brennen nicht für das Thema der internationalen, der europäischen Zusammenarbeit. Und gerade im Thema Bildung und Forschung bräuchten wir diese Zusammenarbeit doch als Export-Vize-Weltmeister. Wir sehen es bei den Großforschungseinrichtungen, verpennt die europäische Zusammenarbeit. Es tut mir sehr leid, es sagen zu müssen. Sie wollen es nicht wahrhaben, das verstehe ich. Staatssekretärin Lührmann, Auswärtiges Amt, hat in der ersten Lesung uns allerlei versprochen. Allerlei versprochen, mal so dahergeredet, nichts gehalten. Wir werden nachfragen, was aus den Zusagen und aus den Ideen dann geworden ist. Ganz grundsätzlich, die Europawahl war für die Ampel desaströs. Sie betonen in jedem Interview seitdem, wir haben verstanden, so geht es nicht weiter. Wir müssen unsere Politik ändern. Also die Botschaft hören wir wohl, allein uns fehlt der Glaube. Sie könnten doch wirklich Dinge fundamental ändern. Und Europa wäre doch toll, setzen Sie sich den Hut auf, gehen Sie voran, zeigen Sie, was deutsch-französisch angefangen wurde. Das kann ein Erfolgserlebnis werden in den anderen Teilen des Landes ebenfalls. Danke schön. Für die SPD-Fraktion hat Jessica Rosenthal das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Gräßle, ich muss schon sagen, dass ich Ihre Rede auch gehört habe. Ich ehrlich gesagt die Konsistenz jedoch etwas fragwürdig finde, denn wir setzen dieses Abkommen hier erneut auf die Tagesordnung, gerade weil uns die internationale Zusammenarbeit wichtig ist und wir schon glauben, dass es wichtig ist, über ein Abkommen
Abkommen, was man gemeinsam als Nationalstaaten schließt, hier auch noch mal zu debattieren. Wir würden uns wünschen, Ihnen wäre das auch so wichtig. Und ein zweiter Punkt, vielleicht waren Sie nicht immer anwesend oder haben es nicht mitbekommen, aber das hier ist einer von 5 Tagesordnungspunkten, die wir in dieser Woche allein zum Thema Bildung und Forschung beraten. Also vielleicht überdenken Sie Ihre Argumentation noch mal. Im Gegensatz zu Ihnen, im Gegensatz zur Union, möchte ich an meine Rede anknüpfen, die ich schon beim letzten Mal mit Blick auf dieses Abkommen gehalten habe. Und zwar ist es so, dass natürlich man sich hier hinstellen kann, wie Sie das getan haben und gesagt haben, na ja, so ein kleines Abkommen, was ist das schon, was für eine Bedeutung hat es überhaupt? Ich bin der festen Überzeugung, es hat eine sehr große Bedeutung. Es ist ein kleiner Baustein, mit dem wir vor allem Anpassungen vornehmen, die einfach notwendig geworden sind mit Blick auf Frankreich, damit diese grenzüberschreitende Ausbildung weiter stattfinden kann. Sie findet nämlich schon statt, und das ist gut so, und das soll weiter so gehen. Darum geht es hier. Und man kann sagen, das ist ein kleiner Baustein, nicht der Rede wert. Ich bin aber der Meinung, es ist genau andersrum. Es ist in einer historischen Freundschaft, die gewachsen ist, ein wichtiger, notwendiger Baustein, der zeigt, wie gut diese Freundschaft gewachsen ist. Man schaut sich das in der historischen Perspektive an, und darum geht es am Ende nämlich auch. Wir waren Erbfeinde über so lange Zeit, und heute sind wir Freunde. Und wie wenig Ihnen das offensichtlich wert ist, zeigt Ihre Reaktion. Die spricht für sich. Die spricht einfach für sich. Doch ich habe sehr wohl verstanden, worum es geht. Und zwar geht es darum, die Ausbildung international aufzustellen, vor allem europäisch aufzustellen. Und die Frage, wie Geschichte funktioniert, das kommt einem oft so vor, als ob es eine Abfolge von Dingen ist. Nicht der Rede wert, wie es offensichtlich die Union sieht. Am Ende des Tages ist Geschichte aber eine aktive Entscheidung. Eine aktive Entscheidung für europäische Zusammenarbeit oder für rückwärtsgewandte Nationalstaatlichkeit. Diese Entscheidung treffen Bürgerinnen und Bürger, treffen wir hier im Parlament. Und diese Entscheidung wird auch mit diesem kleinen, scheinbar kleinen Abkommen heute von uns noch mal getroffen. Wir entscheiden uns nämlich für die Freundschaft mit Frankreich. Uns ist die Freundschaft mit Frankreich wichtig und die europäische Ausbildung wichtig. Und damit wird dieses Abkommen an Bedeutung gewinnen. Genau so eine Entscheidung treffen am Ende die Bürgerinnen und Bürger. Und ja, auch das wurde gerade schon angesprochen, auch in der letzten Woche wurde eine Entscheidung getroffen. Aus meiner Sicht, und das sage ich ganz deutlich, wurde leider zu oft sich für eine rückwärtsgewandte Nationalstaatlichkeit entschieden. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Entscheidung an einigen Stellen anders getroffen worden ist. Meine Partei hat schon vor fast 100 Jahren von den Vereinigten Staaten von Europa geträumt. Und wie sehr wären wir damals vielleicht ausgelacht worden für diese Idee? Heute sind wir denen doch aber so viel näher gekommen, gerade weil Entscheidungen getroffen worden sind für Europa und für eine gemeinsame Zusammenarbeit. Und deshalb kann ich sagen und auch zurückweisen, dass es hier nicht uns um Europäisierung von Ausbildung geht. Wer sich anguckt, was wir auch in der Frage Erasmus mit Blick auf Ausbildung machen, der sieht ganz deutlich, dass wir die Europäisierung und auch den europäischen Austausch gerade auch im Thema Ausbildung antreiben wollen. Meine Idee und mein Wunsch wäre, dass es feste Freundschaften gibt zwischen einem spanischen Tischler und einem deutschen Tischler. Und das ist genau das, wo wir hinkommen müssen, dass es ein Standard wird in der Ausbildung, dass man auch ins europäische Ausland geht. Das ist unsere Vision. Wenn Sie da nicht mitgehen können, dann sei es Ihnen freigestellt. Die Ampel steht in dieser Frage. Von daher vielen Dank. Ich weise Sie noch mal auf die namentliche Abstimmung hin. Sie wird um 18 Uhr geschlossen werden. Jetzt hat für die AfD Norbert Kleinwächter das Wort. Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie haben es gerade erlebt, wenn es ums deutsch-französische Verhältnis geht, da schlagen einfach die Herzen höher. Nicht ganz zu Unrecht. Mit Stolz können wir auf den Élysée-Vertrag von 1963 zurückblicken, den die überzeugten Katholiken Konrad Adenauer und Charles de Gaulle geschlossen hatten. Zentrales Element dort der Jugendaustausch, der gefördert werden sollte. Nun, das Niveau von 1963 erreichen die Politiker von heute nicht mehr und der Vertrag von Élysée auch nicht. Und die Projekte, die vorgeschlagen werden, auch nicht. Die hören sich grundsätzlich wunderbar an, bringen aber niemandem wirklich etwas. Und genauso ist es mit diesem Abkommen zur grenzüberschreitenden Berufsausbildung. Die Idee klingt erstmal toll. Die Ausführung hat Mängel und der Nutzen ist eigentlich gleich null.
Worum geht es in dem Abkommen? Es geht darum, dass Azubis in dem einen Land die Berufsschule machen können und im anderen Land die Berufspraxis. Also man kann in Offenburg in der Firma arbeiten und in Straßburg im Centre de Formation quasi die Berufsschule machen. Die Frage ist nur, warum sollte man? Und wer nutzt das eigentlich? Also ich weiß nicht, ob es Ihnen entgangen ist, aber die Zahl der Schüler, die in Deutschland Französisch lernen, ist drastisch nach unten gegangen. Die Zahl der Schüler, die in Frankreich Deutsch lernen, noch mehr. Am Jugendaustausch des deutsch-französischen Jugendwerks nehmen heute ein Drittel der Teilnehmerzahl dessen Teil, was wir vor 10 Jahren hatten. Und auch im Erasmus-Programm sehen wir, naja, so richtig Massen sind es nicht, die das nutzen. Ungefähr 6.000 Studenten kommen nach Frankreich, 3.000 nach Deutschland. Da stelle ich Ihnen schon die Frage, wen wollen Sie damit eigentlich erreichen? Sie müssen ja schon froh sein. Sie müssen ja schon froh sein im internationalen Geist, wenn Azubis im Ausland ihre Ausbildung machen. Aber warum sollte man das aufteilen? Warum sollte man in Offenburg in die Firma gehen und in Straßburg in Centre de Formation professionell und dann mit der Deutschen Bahn hin und her fahren jeden Tag oder was? Oder mit dem Auto, was Sie verbieten wollen? Dirk Spaniel wird ja gleich im nächsten Tagesordnungspunkt was dazu sagen. Sie verhindern doch durch Ihre Politik Mobilität. Und hier in Abkommen wollen Sie sie fördern. Das hat überhaupt keinen Sinn. Zumal natürlich durch das Abkommen wieder Bürokratie kommt ohne Ende und wirklich naive Vorstellungen. Also, die Ausbildungsschule und der Ausbildungsbetrieb sollen sich miteinander absprechen. Aber ich stelle mir die Frage, wie, wenn der eine die Sprache des anderen nicht spricht, ne? Und die Verwaltungs- und Kommunikationsstrukturen auch anders sind. Die Betriebe, die Ausbildungsbetriebe sollen die Ausbildungsinhalte des Ausbildungssystems des anderen Landes umsetzen. Das heißt, der deutsche Ausbildungsbetrieb soll dann vom französischen Centre de Formation Professionnelle die Ausbildungsinhalte umsetzen, kriegt aber nur einen Katalog mit einer Hilfsübersetzung, die nicht rechtsverbindlich ist. Tja. Und wenn es dann zu Konflikten kommt, dann steht im Abkommen, sollen sich beide Seiten gütlich einigen. Zur Not steht der Rechtsweg offen. Wo? Das regelt das Abkommen nicht. Einen Schutz gibt es also nicht. Sie haben bei diesem Abkommen wirklich völlig übersehen, dass die Strukturen, dass die Bildungssysteme gerade im dualen Ausbildungssystem zwischen Deutschland und Frankreich grundverschieden sind. In Frankreich werden eher Zertifikate und Diplome verliehen. Teilweise dauert eine Ausbildung nur 1 Jahr. Und soll dann ein deutscher Ausbildungsbetrieb, der einen deutschen ganz normalen Azubi hat und einen, ich nenne ihn jetzt mal bilateralen Azubi hat, dem deutschen Azubi was anderes beibringen als dem bilateralen Azubi? Das ist doch völlig verrückt und Unsinn. Und dass es Unterschiede gibt im Arbeitsrecht, im Sozialrecht, im Steuerrecht, die das natürlich alles aufwirft, das haben Sie im Abkommen gar nicht erwähnt. Meine Damen und Herren, wir werden jetzt nicht diesem Abkommen im Weg stehen. Wir werden uns enthalten. Wir halten es aber für ein Marginalprojekt, das wirklich mehr Fragen aufwirft, als es beantwortet. Wissen Sie, die deutsch-französische Freundschaft erhalten Sie am besten dadurch, dass Sie dafür sorgen, dass die Menschen Deutschland lieben, dass die Menschen Frankreich lieben und dass sie die Sprache des jeweils anderen lernen. Dann atmen sie den Geist von 1963 und dann tun sie wirklich was für die deutsch-französische Freundschaft. Merci. Noch einmal der Hinweis, in 3 Minuten ist die namentliche Abstimmung über die Geschäftsordnung vorbei. Jetzt rufe ich auf Chantal Kopf für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Blick nach Frankreich erfüllt mich in diesen Tagen nach der Europawahl mit ernsthafter Sorge. Die Rechtsextremen sind mit Abstand stärkste Kraft geworden und für unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Assemblée Nationale steht direkt der nächste schwierige Wahlkampf an. Eine auch künftig prodemokratische und proeuropäische französische Nationalversammlung wünsche ich mir natürlich auch sehr für unsere enge parlamentarische Zusammenarbeit. Die Ergebnisse der Europawahl machen aber klar deutlich, dass es uns als demokratischen Parteien nicht ausreichend gelungen ist, die Vorteile und den Stellenwert eines geeinten Europas an junge Menschen zu vermitteln. Dabei ist gerade mehr Europa die Antwort auf die großen Herausforderungen unserer Zeit, und mehr Europa bedeutet mehr Freiheit. Das immer nur abstrakt zu betonen, ist aber nicht ausreichend überzeugend. Und deswegen ist es gut, dass wir hier auch was ganz Konkretes vorlegen, wie beispielsweise das Abkommen über die grenzüberschreitende Berufsausbildung.
Es zeigt auf ganz pragmatische Weise, wie sinnvoll es ist, grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten. Junge Menschen sehen sich ja noch immer mit großen Hürden konfrontiert, wenn sie im deutschen oder französischen Nachbarland einen Beruf erlernen oder auch dauerhaft dort arbeiten wollen. Da geht es beispielsweise um die gegenseitige Anerkennung von Abschlüssen oder den Abbau bürokratischer Hürden, die auch für Unternehmen einen großen Mehraufwand bedeuten. Das Abkommen setzt genau hier an. Mit standardisierten deutsch-französischen Verträgen werden wir Bürokratie gezielt abbauen, und wir wollen die Ausbildungsabläufe zwischen der deutschen und französischen Seite klarer definieren und Abschlüsse gegenseitig anerkennen. Es muss für Unternehmen endlich einfacher werden, junge Menschen beider Länder anzustellen, denn die Vorteile liegen ja auf der Hand. Die grenzüberschreitende Berufsausbildung adressiert den Fachkräftebedarf auf beiden Seiten des Rheins. Darüber hinaus fördert er die Zweisprachigkeit und schafft ein Verständnis für die jeweiligen kulturellen Unterschiede in der Lebens- und Arbeitswelt Deutschlands und Frankreichs. Menschen, die eine grenzüberschreitende Berufsausbildung genossen haben, sind auch ausgesprochen attraktive Arbeitnehmer, denn sie haben wichtige Erfahrungen gesammelt, sind flexibel und besser in der Lage, interkulturellen Herausforderungen zu begegnen. Was mich besonders freut, ist das große Engagement unserer Regierung und auch des Landes Baden-Württemberg beim Zustandekommen des Abkommens. Vielen Dank dafür. Und auch im Ausschuss für grenzüberschreitende Zusammenarbeit haben wir alle gemeinsam Druck für die Umsetzung des Abkommens gemacht. Das verdeutlicht noch einmal den Wert unserer deutsch-französischen Institutionen, und wir werden gemeinsam alles dafür tun, diese vor der Zerstörungskraft der Rechtsextremisten zu schützen. Ich finde es auch etwas befremdlich, wenn hier Vertreter der CDU/CSU lachen, wenn die Vorrednerin diese historische Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft betont. Zum Glück sehen das viele Kolleginnen und Kollegen aus Ihrer Fraktion, aus meiner Region, völlig anders, mit denen wir hier an der Stelle auch sehr gut zusammenarbeiten. Danke schön. So, ich komme noch mal zurück zu Zusatzpunkt Nummer 7. Die Zeit für die namentliche Abstimmung ist jetzt vorbei. Deswegen schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis wird Ihnen nach Tagesordnungspunkt 12 bekannt gegeben. Der nächste Redner in unserer Debatte, nämlich dem Tagesordnungspunkt 12, ist Lars Rober für die CDU-CSU-Fraktion. Glück auf, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ende Mai hat der französische Präsident Emmanuel Macron in meiner Heimatstadt Dresden gesprochen, und er sprach zur europäischen Jugend. Emmanuel Macron war damit der erste französische Präsident, der Sachsen besucht hat. In seiner Rede betonte er erstens die Notwendigkeit, mit den USA und China mitzuhalten und mehr Geld in grüne Technologien zu investieren. Zweitens braucht Europa mehr Innovation und KI-Forschung. Er plädierte dafür, mehr öffentliche Gelder in Quantenphysik und künstliche Intelligenz zu investieren. Und sprach sich drittens für die vereinfachten Regularien und weniger Bürokratie aus, um den Binnenmarkt zu stärken. Zwischen Deutschland und Frankreich besteht eine enge Partnerschaft, die sich in vielen verschiedenen bilateralen Abkommen widerspiegelt. Die deutsch-französischen Kooperationen sind entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union. Und es ist eben angesichts des Angriffskrieges von Putins gegen die Ukraine ein eindrucksvolles Beispiel für gelungene Versöhnung in Europa. Das vorliegende Abkommen für eine grenzüberschreitende Berufsausbildung ist ein wichtiger Schritt, gerade für junge Menschen und Ausbildungsbetriebe. Als sächsischer Abgeordneter mit Wahlkreis und Heimat in Dresden plädiere ich jedoch für eine Intensivierung der Kooperation mit Frankreich und Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Dass die Perspektive von jungen Menschen in meinem Bundesland eine andere ist, haben auch die Ergebnisse der Europawahl gezeigt. Der französische Präsident hat deshalb genau eine richtige Entscheidung getroffen, Dresden zu besuchen. Und deshalb ist diese Entscheidung so gut und so besonders. Der Raum zwischen Usedom und Erzgebirge ist für Frankreich ein weißer, fast unbekannter Fleck geblieben. Viele französische Unternehmen haben wir bei uns nicht in der Region.
Und Dresden hat aber eine Menge zu bieten. Gerade hier findet wirtschaftliche Zukunft statt. Energie, Digitalisierung, Halbleitertechnik, Mobilität. Silicon Saxony beispielsweise ist Europas größter Mikroelektronikstandort. Hier bieten sich eben unzählige Möglichkeiten der Kooperation. Und deshalb will ich das verstärken, was Frau Kresse angesprochen hat. Wir brauchen diese Kooperation, dieses Abkommen auch mit den Ländern der neuen Bundesrepublik, die dazugekommen sind. Unsere Partnerschaft zu Frankreich spielt eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der großen Aufgabe unserer Zeit. Europa braucht die deutsch-französische Partnerschaft, und das Abkommen ist ein guter Schritt. Wenn die Bundesregierung jetzt die Förderung der Beziehung Frankreichs nach Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern stärker in den Blick nimmt und fördert, ist es ein gutes Signal. Wir bauen darauf, dass das auch passiert. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dr. Stefan Seiter hat das Wort für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist wirklich toll, mit welchem Enthusiasmus hier diese Debatte geführt wird und wie auch Jessica hier das vorgetragen hat. Und darauf möchte ich noch mal hinweisen. Wenn manche glauben, dass wenn man hier mit einem kleinen Abkommen, wo es um eine bisher kleine Zahl von Menschen geht, das irgendwie nicht wichtig ist, sondern es ist der Anfang, der Impuls, dass es weitergeht. Auch unsere deutsch-französischen Studiengänge, die Austauschprozesse über Erasmus haben klein angefangen. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, ein Modell zu haben, und da bin ich bei Inge Kressle, das wir auch auf andere Länder anwenden können. Weil es ist die Möglichkeit, den Gedanken, den wir aus der akademischen Welt haben, zu übertragen in die Berufsbildung, in die Berufsausbildungsprozesse und das zu erweitern. Damit haben junge Menschen auch die Chance, international eine Ausbildung zu machen. Und das ist wichtig, weil jeder, der solche internationalen Programme betreut, weiß, Menschen kommen zusammen, die reden miteinander. Und vielleicht noch mal im Hinweis, ich sage immer meinen Studierenden im deutsch-französischen Studiengang, ihr müsst euch immer vorstellen, mein Großvater hat unter Umständen auf eure Urgroßeltern geschossen. Und wir sitzen jetzt zusammen. Und genau diese Idee muss doch Ansporn sein, dass wir solche Abkommen nicht nur mit Frankreich, sondern unter Umständen mit Polen, mit anderen Ländern machen, weil das ist Europa. Europa ist nicht nationalstaatlich, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam die Zukunft dieses Kontinents gestalten. Und deswegen ist so ein kleines Abkommen und so ein Gesetz mit zwei Paragraphen wichtiger, als es vielleicht aussieht. Nicht immer ist viel Papier wichtig, sondern manchmal reichen auch nur ein paar Zeilen. Und deswegen bitte ich um die Zustimmung zu diesem Gesetz und freue mich, dass wir es umsetzen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Rupert Stübe für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Deutschland und Frankreich sind seit Jahren eng verbunden, und ich finde, das darf man auch mal hervorheben im deutschen Parlament. Die Verbindungen sind so eng wie zu keinem anderen Land, und das hat auch einen Grund, nämlich weil sich diese beiden Länder ja verfeindet gegenüberstanden. Und wir es geschafft haben, durch diese engen Verbindungen ein neues Miteinander zu schaffen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, und ich finde es nur richtig, dass man diese Selbstverständlichkeit, dass man das im Deutschen Bundestag auch noch mal ausspricht. Und ja, diese Verbindung zeigt sich besonders in den Hochschulen und beim Forschungsbereich. Und ich finde, wir können das in den Ausbildungsbereich auch guten Gewissens übertragen. Ich will das mal deutlich machen, was wir da heute vorfinden. Zum Beispiel die deutsch-französische Agentur ProTandem, die im Netzwerk aus Kammern, Innungen, Bildungseinrichtungen, Ausbildungsbetrieben gebildet hat. Und die bringt über 120 Auszubildende zusammen. Jedes Jahr gehen 3.000 Menschen in über 50 Berufen in das andere Land, Unternehmen, Betriebs- und Schulaufenthalte, Praktika und Sprachkurse. Und jetzt reden wir tatsächlich darüber, wie wir das für die deutsch-französischen Grenzregionen noch mal intensivieren können mit einem Abkommen. Und ich muss sagen, die Debatte hat mich von der Oppositionsseite schon ein bisschen verwundert, wie sie hier geführt worden ist. Also zuerst mal, wir haben hier ein internationales Abkommen,
Dass das nicht so einfach per Änderungsantrag im Deutschen Bundestag veränderbar sein sollte, ist, das sollte eigentlich allen klar sein. Zum Zweiten, das Abkommen setzt auf Verbindungen auf und auf Projekte auf, die es schon lange gibt zwischen diesen Grenzregionen. Und Änderungen im französischen Recht haben es notwendig gemacht, jetzt ein solches Abkommen auf nationaler Ebene zu schließen. Und dann philosophiert Herr Kleinwächter darum, was alles nicht funktionieren könnte und wie das denn so generell wäre und was er so überhaupt denkt über das Autofahren. Aber das Abkommen funktioniert. Und der Gegenteil zwischen uns und Ihnen ist, dass wir uns eben damit beschäftigt haben und Sie nur irgendwas in den Raum blasen. Und dann der Kollegin Gressel, ich weiß ja, dass sie für Europa brennt, aber wenn man keine Lust hat, hier zu reden, dann muss man es auch wirklich nicht machen. Nur mal so ein kleiner Tipp am Rande. Ich finde, wir als Ampelkoalition, wir haben einen Antrag eingebracht zur internationalen Wissenschaftspolitik. Wir diskutieren immer wieder darüber, wie es jetzt in Europa weitergeht, im Ausschuss mit der EU-Kommissarin, auch im Hinblick auf die neuen Forschungsrahmenprogramme. Und jetzt uns vorzuwerfen, wir machen da nichts, nur weil man selber keine Lust hat, sich mal in einer Debatte zu beteiligen, das finde ich einfach auch nicht fair und richtig und angemessen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann gibt es aber noch ein paar Fragen, die mich anlässlich dieses Abkommens wirklich umtreiben. Denn es ist ja so, dass wir mehr tun könnten, dass die Jugendlichen, die Schülerinnen und Schüler im anderen Land Deutsch und Französisch lernen. Und eine Zahl treibt mich da besonders um, wenn es um das Thema Ausbildung geht. Diejenigen, die an einem Austausch teilnehmen von Schülerinnen und Schülern, da sind nur 9% der Schülerinnen und Schüler gehen nicht auf ein Gymnasium. Und ich finde, das ist ein Punkt, wo wir ansetzen können, dass wir auch diejenigen, die auf andere Schulen gehen, als das Gymnasium, den Austausch mit Frankreich noch mal deutlich näher bringen. Und das zweite Thema, was mich umtreibt, ist was, was in der Debatte schon gesagt worden ist. Ich glaube, dieser Vertrag ist gut, richtig und wichtig. Er sollte aber Ansporn sein, es nochmal auf eine neue Stufe zu stellen. Ich als Berliner würde da in erster Linie nach Polen gucken. Ich finde, da ist viel Potenzial für gemeinsames Vorgehen. Vielen Dank und ich werbe für die Zustimmung. Thomas Jatzombek hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir reden ja heute über ein Abkommen für die grenzüberschreitende Berufsausbildung zwischen Deutschland und Frankreich. Das ist eine tolle Sache, und dieses Abkommen wurde im Jahr 2013 von unserer Regierung verhandelt. Wir sind heute hier, weil es aufgrund einer französischen technischen Rechtsänderung einen juristischen Anpassungsbedarf gibt. Es gibt nichts in der Sache Neues. Und warum sind einige unserer Redner heute etwas genervt? Weil sie uns mit solchen Debatten die Plenarzeiten verstopfen über Dinge, die überhaupt keine inhaltliche Veränderung mit sich bringen. Sie hätten zum Beispiel hier heute auflaufen können und zu sagen, wir haben auch ein Abkommen mit den Niederlanden, mit Belgien oder mit Polen gemacht. Dann hätten wir gesagt, toll, ihr habt es weiterentwickelt. Sie hätten hier heute auch diesen Debattenplatz, übrigens genauso wie den vorherigen zur Wissenschaftskommunikation, wo auch nur Selbstverständlichkeiten abgefeiert wurden, nutzen können, um mit uns mal darüber zu reden, was eigentlich beim Wissenschaftszeitvertragsgesetz gerade so los ist. Die erste Lesung ist verdammt lange her, und wir hören immer nur, dass es bei Ihnen große Uneinigkeit gibt. Wir würden da gerne mal drüber reden. Wir würden auch gerne über das Thema Antisemitismus an den Hochschulen reden und über die Frage von Meinungsfreiheit. Ich will Ihnen sagen, ich sorge mich darum, dass Menschen mit jüdischem Hintergrund und mit pro-israelischer Haltung tatsächlich ihre Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit leben können an unseren Hochschulen. Und da sind wir gefordert. Da sind wir gefordert, hier im Bundestag zu diskutieren. Und da mussten wir Ihnen bisher ewig hinterherlaufen. Und jetzt nehmen wir wahr, dass Ihre Ministerin allen Ernstes denjenigen, die einen Brief schreiben, einen Brief übrigens, den wir in der Sache total ablehnen. Aber gerade weil wir diesen Brief ablehnen, ist es so wichtig, dass es das Recht gibt, diesen Brief zu schreiben.
Das ist der Artikel 5 des Grundgesetzes, Meinungsfreiheit. Es kann doch nicht ernsthaft der Eindruck entstehen, dass eine Ministerin Menschen, die eine andere Meinung haben und die publizieren, an ihre beruflichen Grundlagen heran will. Und deshalb hat sich Frau Stark-Watzinger heute versteckt. In drei Debatten war sie hier nicht im Plenum an diesem Pult, um zu reden. Darüber würden wir gerne hier heute einmal reden. Und das ist das Thema, was viele Leute draußen beschäftigt. So, das will ich Ihnen sagen, Frau Kollegin Rosenthal, Sie haben diese rein technische Änderung eines alten Abkommens genutzt, um das hier zu einer Frage von Krieg und Frieden zu machen. Die Fragen von Krieg und Frieden können wir hier beleuchten, und ich glaube, Sie könnten in der SPD-Fraktion eine gute Rolle spielen, Deutschland verteidigungsfähig zu machen. Ich habe allerdings den Eindruck, dass Sie sich da nicht sehr positiv bisher eingebracht haben. Deshalb, meine Damen und Herren, lassen Sie uns bitte über die drängenden Fragen reden und nicht über Selbstverständlichkeiten. Nächste Rednerin ist Dr. Anja Reinalter für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Am Sonntag waren Europawahlen. Das Ergebnis ist nicht schön zu reden, und zum Glück konnte ein schlimmerer Rechtsruck verhindert werden im EU-Parlament. Und darum an dieser Stelle steige ich ein mit einem herzlichen Dankeschön an alle, die in den letzten Monaten für die Demokratie auf die Straße gegangen sind und für Europa gekämpft haben. Aber leider gab es auch zu viele antieuropäische Stimmen, insbesondere auch in Deutschland. Und leider gab es das auch bei jungen Menschen unter 30. Ich frage mich, ob diese jungen Menschen zu wenig positive Erfahrungen mit Europa gemacht haben. Und wenn das so ist, dann müssen wir hier mehr Möglichkeiten bieten. Und genau deshalb ist der Gesetzentwurf zum Abkommen der grenzüberschreitenden Berufsausbildung zwischen Deutschland und Frankreich richtig und wichtig. Das ist ein Gesetz, und das ist die dritte Lesung, liebe Union. Man kann schon mal vom Thema abweichen und über aktuelle Debatte sprechen, aber man muss diesem Thema auch mehr Wertschätzung entgegenbringen. Es ist ein wichtiges Abkommen. Dieses Abkommen schafft perfekte Rahmenbedingungen für die grenzüberschreitende Ausbildung. Denn der theoretische Teil kann in der Muttersprache zu Hause gelernt werden, und der praktische Teil kann im Nachbarland gelernt werden. Und das macht deutlich, berufliche Bildung ist international. Und das ist total wichtig für die Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung. Und außerdem wird natürlich die Ausbildung in der Region attraktiver. Denn es ist selbstverständlich, wenn jemand eine Ausbildung in beiden Ländern hat, die in beiden Ländern akzeptiert wird, dann sind natürlich die Jobchancen für junge Menschen auch viel besser. Ja, und natürlich nehmen wir es sehr ernst, wenn Menschen, egal welchen Alters, sagen, ich mache mir Sorgen, dass ich in Zukunft meinen Lebensstandard nicht mehr aufrechterhalten kann. Und natürlich wissen wir auch, dass Frankreich und Deutschland hier in einer besonderen Verantwortung stehen. Denn sie sind die beiden größten Volkswirtschaften der Europäischen Union und damit wichtige Säulen des europaweiten Wohlstands. Um neue wirtschaftliche Dynamik und langfristige Wettbewerbsfähigkeit auf den Weg zu bringen, haben auch unlängst unsere Wirtschaftsminister Habeck und Le Maire konkrete Initiativen für mehr Wachstum in der Europäischen Union vorgestellt. Denn die Sicherung unseres Wohlstands in Deutschland funktioniert nur mit einem starken Europa und in einer engen Kooperation mit Ländern wie zum Beispiel mit Frankreich. Und darum ist das Abkommen zwischen Deutschland und Frankreich über die grenzüberschreitende Ausbildung eine wirklich gute Sache. Wir würden uns natürlich freuen, wenn das deutsch-französische Abkommen nur ein Beispiel wäre für weitere Abkommen mit anderen Ländern. Denn das stärkt Europa. Und alles, was wir in diesen Tagen tun können, um Europa zu stärken, ist richtig und sehr wichtig. Vielen Dank. Die Kollegin Dr. Lina Seißel hat das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Jatzombek, Sie haben gerade von einer Selbstverständlichkeit
gesprochene Selbstverständlichkeit. Ich habe es jetzt so verstanden, der deutsch-französischen, der guten deutsch-französischen Beziehung. Ich glaube, da merkt man, dass Sie nicht aufgewachsen sind in einer Grenzregion. Ich bin aufgewachsen in einer Grenzregion, direkt an der Grenze zu Frankreich. Ich bin aufgewachsen in einer Region, wo sich Nachbarn, direkte Nachbarn, jahrhundertelang feindlich gegenüberstanden und wo Soldatenfriedhöfe und wo Schützengräben die Landschaft immer noch prägen und wo die Franzosen als Besatzer auch nach Ende des Krieges sehr, sehr kritisch angeschaut wurden, auch von meinen Großeltern. Und wo mein Opa, der in Frankreich gekämpft hat gegen die Franzosen, wo mein Opa dann irgendwann stolz war, dass das Europäische Parlament in Straßburg angesiedelt ist, in der Nachbarschaft, am Oberrhein, direkt bei ihm, das ist die Wahrheit und das ist die Realität bei uns vor Ort. Und deswegen ist diese deutsch-französische Freundschaft und diese guten Beziehungen, die wir in Europa haben mit allen anderen Staaten, eben keine Selbstverständlichkeit. Und angesichts des Wahlergebnisses nationalistischer Parteien bei den europäischen Wahlen jetzt am letzten Sonntag muss noch mal deutlich sein, dass dieses gute Miteinander in Europa, diese enge Zusammenarbeit, diese Europäische Union keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass wir tagtäglich dafür kämpfen müssen, dass das so bleibt. Und ja, dieses Abkommen ist nur ein ganz kleiner Teil davon. Das ist überhaupt keine Frage. Es betrifft eine Region, es betrifft einige Firmen, es betrifft einige Auszubildende, die diese Möglichkeit wahrnehmen möchten. Aber es ist doch trotzdem wichtig, dass es das gibt, dass es diese Möglichkeit gibt, dass junge Menschen im jeweiligen Nachbarland die Ausbildung machen können. Und ich bin voll dafür, das auszuweiten und in allen anderen Nachbarländern auch zu machen. Das ist super. Aber Sie wissen doch, das ist hier ein Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich, den wir als Deutscher Bundestag jetzt aktualisieren müssen. Und deswegen sollten wir auch dem alle zustimmen, weil es ist eine gute Sache und gerne mehr davon. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zu dem Abkommen vom 21. Juli 2023 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Französischen Republik über die grenzüberschreitende Berufsausbildung. Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 11739 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 10818 anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Das ist niemand. Wer möchte sich enthalten? Vielen Dank. Bei der Enthaltung der AfD-Fraktion und Zustimmung durch das gesamte übrige Haus ist dieser Gesetzentwurf angenommen. Herzlichen Dank. Jetzt komme ich zurück zu Zusatzpunkt Nummer 7 und informiere Sie über die namentliche Abstimmung bzw. deren Ergebnis. Hier ging es um den Geschäftsordnungsantrag der Unionsfraktion gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 20 Absatz 2 Satz 3 in der Geschäftsordnung über den sofortigen Eintritt in die zweite Beratung beim Entwurf eines Lieferketten-Sorgfaltspflichtenaufhebungsgesetzes auf Drucksache 2011-752. Abgegebene Stimmkarten hatten wir 654. Mit Ja haben gestimmt 252. Mit Nein haben gestimmt 401. Es gab eine Enthaltung. Es ist die Zustimmung von 2/3 der anwesenden Mitglieder des Deutschen Bundestages erforderlich. Das heißt 2/3 der abgegebenen Stimmen. Der sofortige Eintritt in die zweite Beratung ist mit der erforderlichen Mehrheit abgelehnt. Ich komme deswegen jetzt zum weiteren Vorgehen. Interfraktionell wird nämlich die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 11752 vorgeschlagen, und zwar zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Arbeit und Soziales, zur Mitberatung an den Wirtschaftsausschuss, den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, den Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, den Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union sowie den Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Gibt es weitere Vorschläge der Ausschussüberweisung? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann werden wir verfahren wie vorgeschlagen. Jetzt rufe ich aus den Zusatzpunkt Nummer 8. Hier geht es um die Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Technik.